Einen wunderschönen guten Morgen da draußen wünsche ich euch allen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETS 2. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 674. Und wie des Öfteren angekündigt in den letzten paar Folgen, sitzen wir jetzt hier mit unserem neuen alten LKW. Ich habe es ja ein bisschen angeteasert gehabt, meine Güte, dass ich mir einen alten Renault Magnum kaufen will. Einen Renault Magnum hatten wir tatsächlich schon, und zwar als Gliederzug mit einem Kroneaufbau, Wechselbrückenaufbau, wie auch immer. Heute fahren wir einen Sattelzug Renault Magnum, und dieses Mal ist dieser Renault Magnum tatsächlich auch ein bisschen anders als der, ich sag jetzt mal, Standard Renault Magnum hier aus dem Spiel, denn das hier ist ein, zwei Generationen vorher, damals noch in Kooperation mit Mack. Und wir haben hier einen sogenannten Renault Magnum Integrale Euro 2. Euro 2, das ist schon lange, lange her. Wie gesagt, in Kooperation mit Mack. Das bedeutet, wir fahren, naja, hier so ganz normale Renault-Technik im Prinzip herum. Außer den Motor, denn der Motor ist tatsächlich von Mack. Und in dieser Variante haben wir einen V8 verbaut mit 560 PS, meine lieben Freunde. Wie gesagt, von Mack. Das steht auch nochmal ganz, ganz groß auf dieser Serviceklappe oben drauf. Und hier an der Seite haben wir nochmal Magnum Integral mit draufstehen. Hier an der Seite steht dann nochmal Renault mit dabei und hier die 560 für die, naja, PS-Kennzeichnung sozusagen. Und diese Dinge hier, die sieht man in echt tatsächlich so gut wie gar nicht mehr. Also gerade die Euro 2 Modelle und auch davor die AE Modelle, die erste Generation sozusagen von dem Magnum Integrale, die sind, das sieht man nicht mehr. Und wenn man einen sieht, dann ist er wirklich von, weiß ich woher, aus dem tiefsten Osten oder sowas, ich weiß es nicht. Aber hier in Deutschland, würde ich mal grob behaupten, fahren die Dinger so gut wie gar nicht mehr rum. Wir aber werden einen fahren und ich denke mal, wir machen es so wie sonst bisher auch immer, dass wir den so roundabout, weiß ich nicht, 10.000 Kilometer lang fahren oder so. Oder je nachdem, wie das dann auch finanziell natürlich klappt. Ihr seht es oben auf meinem Kontostand. Wir haben im Moment auch nur noch 22.000 Euro. Hier, bloß nicht die Finger zwischenhalten, ne? Das wird sonst gefährlich hier. Ja, finanziell bin ich jetzt gerade ein bisschen geschockt. Irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Das heißt, ich habe tatsächlich für diese Zugmaschine mit Auflieger roundabout 300.000 Euro ausgegeben. Das ist jetzt gerade ein klein wenig schockierend. Es ist natürlich ein paar Tage her, seitdem ich den zusammengebastelt habe und zusammengestellt habe. Und wir machen jetzt in dieser Folge eigentlich gar nichts Wildes, gar nichts Interessantes. Wir gucken uns den nur so ein bisschen im Detail an und dann quatsche ich auch nochmal hier so ein bisschen über den Auflieger, weil der hier ist ja jetzt auch neu. So ein bisschen passend zu diesem LKW. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich mir holen soll, ne? Ich habe ja die ganze Zeit von einem ganz normalen Planzug geredet. Habe jetzt aber doch etwas gefunden, wo ich gesagt habe, okay, das hatten wir auch noch nie. Sind wir wirklich noch nie irgendwie großartig gefahren, und ich habe den Mod jetzt auch schon lange, lange, lange drin, und ich glaube, es wird mal an der Zeit, dass ich den endlich mal benutze tatsächlich. Und ja, meine lieben Freunde, also nochmal ganz, ganz kurz zu den Fakten. Renault Magnum Integrale Euro 2, Mack V8, 560 PS, die große Hütte mit oben drauf. Und was ja bei dem Magnum auch immer so ein Markenzeichen war, war halt eben, dass die Trittstufen zum Einsteigen immer hinter der Vorderachse lagen und hier auch eben diese Reling zum Hochziehen sozusagen, zum Festhalten, immer hinter der Tür waren. Und das ist schon so eine kleine interessante Sache. Mich erinnert das immer so ein bisschen an die US-Trucks aus den, ich würde jetzt mal sagen, so 80er, 90er, frühe 2000er vielleicht, als damals vor allem Ding der Freightliner Aggressive rauskam. Der hatte die Trittstufen auch hinter der Vorderachse, hatte aber nochmal eine extra Klappe, ja, so oberhalb vom Kotflügel, die man aufklappen konnte. Dann war die Treppe auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären sollte. Man konnte dann sozusagen hier aufsteigen und dann ganz normal einsteigen, ohne dass man irgendwie sich um 90 Grad drehen musste oder sowas. Das war irgendwie total verrückt. Eine ganz, 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 ganz komische Sache und auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube, den Freightliner Aggressive, den gab es damals sogar mit einem V12.
Bin mir da aber jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ne? Es ist schon lange her. Ich bin jetzt auch kein LKW-Fahrer mehr, dementsprechend, ich weiß nicht, informiere ich mich nicht mehr so wie vorher. Aber ich erzähle jetzt sozusagen nur Sachen frei heraus, die ich noch irgendwie im Kopf habe oder so, oder an Sachen, die ich mich noch irgendwie vage erinnern kann. Aber wie gesagt, das muss natürlich nicht alles zu 100% stimmen. Da kann jetzt noch irgendwie Fehlinformation dabei sein. Falls ihr es aber besser wisst oder mal kurz Zeit habt, das Ganze nachzurecherchieren oder sowas, dann gebt es natürlich kurz in den Kommentaren mit an. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, den hier werden wir auf jeden Fall eine Zeit lang jetzt fahren. Es wird auf jeden Fall erstmal Zeit, dann wieder Kohle zu scheffeln. Ne? Der nächste LKW wird, glaube ich, bestimmt auch wieder teuer. Wobei der nächste LKW, ich werde es ja so machen, wir werden den hier jetzt fahren. Und bevor ich mir dann den nächsten LKW kaufe, wird das Spiel mal geupdatet, endlich mal wieder. Und dann nehme ich mir auch wieder die Zeit, die Mods wieder zu aktualisieren und hast du nicht gesehen. Der nächste LKW sollte dann auf jeden Fall ein Gliederzug sein. Wir fahren ja jetzt wieder einen Sattelzug. Ja, keine Ahnung. Da habe ich noch absolut gar nichts im Kopf. Da müssen wir uns dann erstmal überraschen lassen. Passend zu dem, oder beziehungsweise, was heißt passend? Ne, das ist jetzt, kann jeder für sich selbst entscheiden, ob das jetzt wirklich passt. Ich glaube, ein ganz normaler Planauflieger wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so verkehrt gewesen. Aber ich habe den Kraka Walking Floor Mod von Cast schon seit einer Ewigkeit drin und ich bin noch nie diesen Trailer gefahren. Ich habe mir gedacht, okay, wie gesagt, es wird jetzt mal Zeit, holen wir uns so einen und damit haben wir eigentlich, ja, ich würde mal sagen, die Chance, so ziemlich alles zu fahren, was es da draußen gibt, außer vielleicht flüssiges Gedöns. Ich glaube, mit Tiefkühl wird es dann auch ziemlich schwierig, generell auch mit Frische, aber wir könnten theoretisch Schüttgut drin fahren, so wie Altmetall oder irgendwie Schrott generell. Theoretisch kannst du da Weizen und alles Mögliche drin laden. Du kannst ganz normal Palettenware drin laden, denn mit diesem Walking Floor, also mit diesem, scheiße, wie nennt sich das denn auf Deutsch nochmal? Boah, jetzt habe ich einen kleinen Hänger, ne? Ich vergesse immer das deutsche Wort dafür. Wir haben hier unten auf dem Boden nämlich so eine Konstruktion, die sich verschieben lässt. Schubboden, ha! da bin ich gerade wieder drauf gekommen, ne? Das ist ein Schubbodenauflieger. Und damit haben wir die Möglichkeit, auch ganz normal Palettenware zu laden. Auch wenn wir seitlich nichts aufmachen können oder so, wir schieben die Paletten sozusagen einfach nebeneinander hier hin, ganz nach hinten sozusagen, und dann können wir die Paletten per Knopfdruck weiter nach vorne verschieben und immer weiter nach vorne, bis dann der Trailer halt eben voll ist sozusagen. Und es gehen ja hier entweder 3-Euro-Paletten gehen längs rein oder 2 halt eben quer, und dementsprechend kriegst du den Trailer halt voll mit über 30 Paletten normalerweise. Ansonsten haben wir, wie gesagt, noch die Möglichkeit, das Ganze von oben beladen zu lassen, mit einem Kran, Bagger, wie auch immer, mit irgendwelchem Schüttgutgedöns. Natürlich muss vorher die Plane offen sein, das ist ja ganz, ganz klar. Ich bin mal sehr gespannt, was mir dieses Spiel an Möglichkeiten anbietet, mit was wir diesen Trailer so beladen können und so. Also da bin ich mal gespannt. Ich habe auch tatsächlich noch nicht reingeguckt, ob wir überhaupt irgendwo eine Tour haben hier in der Nähe. Da muss ich mich jetzt gleich mal überraschen lassen. Wie ihr seht, haben wir auch hier wieder eine Liftachse. Die erste Achse ist im Moment gerade auf Position oben und die restlichen beiden Achsen liegen dann auf Position unten sozusagen. Im Moment ist ja der Trailer leer, da müssen wir jetzt nicht alle 3 Achsen mitfahren lassen sozusagen. Ich merke schon wieder, heute bin ich mit meiner Wortwahl nicht wieder so geil dran, ne? Hier hinten noch ein paar Staufächer, hier hinten haben wir ansonsten noch ein paar Schneeketten rumliegen. Wir wissen ja nicht, wo es lang gehen wird. Nur so, falls wir die gebrauchen könnten, haben wir sie auf jeden Fall mit dabei. Die Schneeketten sind natürlich nicht da, um die Schneeketten an die Reifen des Aufliegers anzubringen, sondern natürlich an der Zugmaschine, ist ja ganz klar. Ansonsten haben wir noch einen Unterfahrschutz, auch nochmal mit einer Staubox drin. Haben wir wahrscheinlich Ladungssicherungsmittel drin, denke ich mal, Spanngurte, vielleicht Spannketten, wer weiß es, Anti-Rutschmatten und hast du nicht gesehen. Ansonsten hier unten ganz normal natürlich die Stützfüße, ein paar Radkeile. Und das war es im Prinzip auch schon, ne? Ja, ich sehe auch gerade, wir haben hier ständig überall mal so ein bisschen Zusatzbeleuchtung für den Rückwärtsgang im Prinzip. Also Rückfahrscheinwerfer oder Arbeitsscheinwerfer, wie sich das normalerweise auch nennen lässt. Und zwar habe ich jetzt gesehen, wir haben hier
auf der Höhe welche. Und dann haben wir hier auch nochmal welche, ne? Das ist natürlich sehr, sehr cool so an sich. Auf der Seite haben wir dasselbe dann auch nochmal. Da vorne sehe ich den nächsten auch schon. Ja, das ist tatsächlich cool. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt angebracht habe oder ob die vom Auflieger schon, also vom Mod schon dran waren. So, dann haben wir hier nochmal eine Sattelplatte von Joost mit dabei. Die Kabel sind alle auch schon angeschlossen. Gelb zu Gelb, Rot zu Rot. Und Strom zu Strom, beziehungsweise ABS und so weiter und so fort. Und hast du nicht gesehen. Dann haben wir hier auf dieser Seite auch nochmal eine Leiter, die wir theoretisch hochklettern können. Boah, das hier ist mir viel zu schmal. Da passt man hinter niemals rein. So, und da kriegen wir die freie Sicht auf die noch sehr, sehr neue, noch sehr, sehr saubere Plane. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Normalerweise wächst da ziemlich schnell Moos drauf. Aber vor allen Dingen, wenn man diese Plane dann nicht bewegt und die im Prinzip so lässt und nicht benutzt im Prinzip. So. Hier dann nochmal die Windspoiler natürlich nochmal gut zu sehen von dem Renault. Jetzt kletter ich mal auf dieser Seite gerade wieder runter. Und auf der Seite natürlich auch nochmal dasselbe mit dem Einstieg und so. Falls sich jetzt wer wundert, warum da dieser Sticker drauf ist mit bloß keine Hand hier dazwischen. Das liegt halt einfach daran, dass diese Sektion der Kabine eben die Sektion ist, die halt federt. Ne? Also, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, wie du da während der Fahrten einen Finger bzw. die Hand dazwischen stecken sollst, aber lass es halt einfach bleiben. An diesem LKW ist es auch so, dass wir auf beiden Seiten Tanks haben. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich, hoffentlich, einen relativ großen Tankvolumen haben. Auch daran, bzw. darauf habe ich nicht wirklich geachtet, tatsächlich. Aber ich sehe jetzt auch gerade, dass es so einen kleinen Grafikfehler gibt mit den mit den Lollipops hier an dem Spiegel. Und zwar, wenn ich hier direkt in den Himmel gucke, dann gucke ich durch. Wenn ich jetzt aber gegen eine Wand gucke oder sowas, dann ist der Lollipop tatsächlich da. Also, ja, keine Ahnung, woran das liegt. Das ist schon wieder so eine komische Sache. Hier, zusätzliche Scheinwerfer, ein bisschen geschützt mit Steinschlaggittern. Ansonsten haben wir hier nochmal das TIR-Schild. Irgendwas Französisches mit Transportational, International, irgendwas Routé. Keine Ahnung. Das ist eigentlich nur das Zusatzschild. Theoretisch müsste auf dem Auflieger auch nochmal dieses Schild draufstehen. Leider konnte ich das Schild aber auf dem Auflieger nicht anbringen. Ich würde mal sagen, das Ding liegt irgendwo in einem Staufach. Ne? Und wenn wir es brauchen, dann benutzen wir es. Aber dieses Schild erlaubt uns eigentlich nur, so ein bisschen vereinfacht, in europäische Zonen zu kommen, die nicht in der EU sind. Das liegt halt einfach an den ganzen Papierkram für Zoll und so weiter und so fort. Und mit diesem Schild sollte das alles so ein bisschen vereinfacht sein. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das großartig gebrauchen werden. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ich glaube, selbst wenn, bis dahin vergesse ich es wahrscheinlich wieder. Ne? So bin ich halt leider. So, meine lieben Freunde, ansonsten haben wir dann sonst noch was. Wie gesagt, wir haben hier auf beiden Seiten Tanks. Da das hier noch ein Euro 2 Fahrzeug ist, gibt es hier sowas wie einen Katalysator bzw. einen AdBlue Tank oder sowas halt eben nicht. Ne? Das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, nicht platzsparend, aber du kannst den Platz anders ausnutzen. Wie zum Beispiel in diesem Fall mit größeren Tanks oder so. Ne? Vielleicht noch ganz kurz zu den Felgen. Das hier sind tatsächlich Standard-Elementarreifen, also die aus dem Spiel ein bisschen angepasst. Ich habe die Felgen tatsächlich alle schwarz lackiert und habe die verchromte, ja, den Schutzring verchromt mit drauf gemacht. Tatsächlich auch am Trailer, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja, das war so ein bisschen angepasst an diesen schwarzen Streifen, der hier mit drauf ist auf dem Renault. Ich war mal ganz kurz am Überlegen, ob ich das vielleicht nochmal abändern sollte, weil ja der Auflieger diese gelb-blaue Musterung mit drauf hat, beziehungsweise halt eben das Logo. Und da war ich auch im Überlegen, ob ich die Zugmaschine darin hin anpassen soll. Ich habe es jetzt aber bleiben lassen, weil irgendwie, du kannst halt diese Lackierung, wenn du die auswählst, diesen schwarzen Streifen kannst du nicht in einer anderen Farbe machen. Der ist halt einfach schwarz dann. Und die Zugmaschine weiß. Auch das kannst du dann nicht ändern. Dann müsste ich schon eine andere Lackierung nehmen, aber mir hat eben das hier sehr, sehr gut gefallen. Vor allem mit dem Mac vorne drauf. Ja, das musste sein. Was ich noch hätte machen können, wäre theoretisch von oben nach unten laufend zum Beispiel Renault oder Magnum mit draufstehen. Das war mir dann aber für die Seite irgendwie ein bisschen zu viel. Ich habe das dann tatsächlich weggelassen. Und generell seht ihr ja auch, dass ich an diesem LKW gar nicht so viel machen konnte. Also da lässt sich nicht wirklich viel verändern. Auch hinten die Rückleuchten nicht oder so. Also das war schon, ja, wie soll ich sagen,
für einen Mod ein klein wenig enttäuschend vielleicht, dass da nicht so viel ging. Aber ich bin trotzdem zufrieden, weil ich bin ja sowieso manchmal der Meinung, manchmal ist halt weniger wirklich mehr. Ne? Und ich will dann auch, ein LKW ist ein Nutzkraftfahrzeug, also ein Nutzfahrzeug. Und das ist ein Arbeitsgerät im Prinzip und nicht mein Wohnzimmer, das ich mit mir führe oder sowas. Also ja, dementsprechend ist das hier so ein bisschen auf weniger gehalten. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Spiegel. Auf der Fahrerseite natürlich nur den eigentlichen Außenspiegel. Auf der Beifahrerseite haben wir dann auch nochmal einen Weitwinkelspiegel. Das war früher mehr oder weniger auch gang und gäbe, dass wenn du einen Weitwinkelspiegel hattest, dass du den meistens nur auf der rechten Seite hattest. Ansonsten war das halt mehr so Zusatzausstattung, sage ich jetzt mal. Gibt es ansonsten sonst noch was zu sagen? Die Sonnenblende ist verdammt groß. Man muss aber auch sagen, dass die Windscheibe halt einfach verdammt groß ist. Ansonsten haben wir oben auf dem Dach nochmal drei Zusatz-LEDs. Das erinnert auch so ein klein wenig an die amerikanischen LKWs, würde ich jetzt mal sagen. Diese Umrissleuchten da oben auf dem Dach. Ansonsten haben wir jetzt, wie ihr sehen konntet, nochmal ein paar LEDs an dieser, ja, zwischen den zwei Sektionen. Einmal Fahrwerk sozusagen und einmal Kabine, sage ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt natürlich nicht ganz richtig ausgedrückt, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. So, wollen wir uns den Karton hier mal von innen angucken? Von innen haben wir noch gar nicht gesehen und ich bin jetzt schon wieder seit einer Viertelstunde locker am Labern. Also steigen wir doch einfach mal ein und gucken uns das Ganze mal von innen an. Denn so alt wirkt er tatsächlich von innen noch gar nicht, meiner Meinung nach. Das Blöde ist hier mit der Kamera, ich kann nicht, also hier an dieser Stelle kann ich nach unten gucken, aber sobald ich ein bisschen weiter drehe, kann ich nicht mehr weiter nach unten. Das ist ein bisschen komisch. Na egal, auf jeden Fall, ihr seht hier schon, wir haben wieder einen Handschalter, das heißt, wir fahren auch hier wieder mit Handschaltung. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, so ein bisschen Automatikgetriebe zu fahren oder so, wäre mal wieder ein bisschen entspannt, ein bisschen abwechslungsmäßig. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? So ein bisschen abwechslungsreicher. Aber nee. Den Magnum mit dem Mac V18 gab es halt nur als Handschalter. Ja, jetzt fahren wir halt Handschalter. Meine Güte. Wir haben hier ziemlich viel Stauraum. Auch wenn dieser Stauraum wahrscheinlich nur eine Handfläche tief ist oder so. Also viel geht da höchstwahrscheinlich nicht rein. Da hätte ich schon Schiss in echt, dass da der Ordner mit dem Fahrzeug Papieren und so gar nicht reingeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Dann musst du dann irgendwie aufstellen oder einfach nach oben kippen und jedes Mal, wenn du dann die Box aufmachst, dann kommt dir das Ding entgegen, ist eigentlich auch bescheuert, aber gut, ist halt eben so. Dementsprechend, ja, ich will jetzt mal, wie soll ich denn das sagen, also es ist Platz genug da, wir haben auch hier oben nochmal Staufächer, ich denke hier über mir, nee, da ist tatsächlich gar kein Schrank mehr. Hier haben wir nochmal ein bisschen Staufacher. Ansonsten natürlich das Renault-typische Bett, sage ich mal. Und oben ist halt mehr oder weniger die Hängematte. Ich denke mal, vom Inneren her ist das gar nicht mal so die größte Ausstattung, die wir hätten bekommen können. Aber bei dem Mod leider doch irgendwie schon. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und ihr seht auch hier tatsächlich im Innenraum, es liegt nicht viel rum. Ne? Also auch Minka, die Katze, ist tatsächlich, wie ich schon vorher geahnt hatte, nicht mehr dabei. Die hockt jetzt hier irgendwo bei unserer Buchhalterin mit im Büro und macht halt dort ihr Nickerchen. Ansonsten ist hier tatsächlich nicht viel los im Innenraum. Grumpy konnte ich mitnehmen und Wilson natürlich. Ne? Wilson war mir irgendwie an dieser Stelle am wichtigsten. Und da ist der Bubblehead jetzt mehr oder weniger wieder die ganze Zeit mit im Bild. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so aussieht, aber irgendwie scheint die Windschutzscheibe ein klein wenig getönt zu sein oder sowas. Ne? Auch wenn ich mir jetzt das mal angucke. Die Scheiben scheinen wohl irgendwie alle ein bisschen getönt zu sein, aber naja gut, lassen wir uns jetzt davon erstmal nicht irritieren. Ja, hier oben haben wir ansonsten ganz normal, ich bin mir jetzt nicht sicher, was das sein soll. Das könnte ein Radio sein, muss aber nicht. Ach, schau mal, wir haben das EC-Kontrollgerät tatsächlich hier unten. Ah, okay, dann wird es wahrscheinlich doch das Radio sein. Dann haben wir hier nochmal eine, Standheizung tatsächlich. Hier neben den, also links neben dem 24 Volt 15 Ampere Stecker ist die Standheizungssteuerung. Dann haben wir noch ein paar Drehknöpfe tatsächlich nur für Heizungen und Lüftungen und was weiß ich nicht, einen ganzen Standardkram. Ne? Ihr seht jetzt auch, dass das hier texturmäßig eher mau aussieht tatsächlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir am Anfang irgendwie gar nicht so arg aufgefallen. Ich habe schon gemerkt, dass die Texturen nicht so brillant sind bei diesem LKW, aber verdammt, jetzt wo ich mir das alles angucke, bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ne?
das hier ist halt kein Mod auf Nox-Niveau, sage ich jetzt einfach mal. Falls ihr einen richtig, richtig geilen Renault Magnum haben wollt, besorgt euch den Mod von Nox. Das ist einer, also wirklich einer der besten LKW-Mods, die ich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier ist dann natürlich, das hier ist nochmal eine andere Gegend. Solange aber die, ich sag jetzt mal, Ziffern hier auf dem Tacho und so gestochen scharf sind, ja, kann ich über den Rest hinweg gucken. Das mit der Kamera nervt so ein bisschen, ne? Also hier kann ich noch nach unten gucken, sobald ich ein bisschen nach rechts schwenke, plupp, ist wieder auf einer anderen Höhe. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Mod wahrscheinlich doch schon ein bisschen älter ist, als ich dachte oder denke. Ah, egal, solange sich das Ding gescheit fährt und der V8 gut klingt, ist mir das sowas von Ralle. So, ich mache jetzt mal die Zündung an, weil da tun sich ja dann nochmal ein paar andere Sachen auf. Wir haben hier nämlich einen, so ein Display für einen Bordcomputer. Ich sehe jetzt gerade, dass ich hier eine Mucke rumfliegen habe. Also so eine Mücke, so eine Stechmücke. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier haben wir den Tankfüllstand mit 1200 Liter. Der reicht momentan für 3747 Kilometer. 0 Kilometer sind wir gefahren bisher und unser Tempomat ist auch auf nichts eingestellt. Wir sind natürlich im neutralen Gang drinnen. Gucken wir mal, was für Display-Modis wir hier sonst noch haben. Hier haben wir natürlich Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer und einen Durchschnittsverbrauch auch nochmal in Stunden angezeigt. Der liegt jetzt im Moment bei 0,0, weil im Moment der Motor auch nicht an ist. Der verbraucht jetzt im Moment nichts. Der Bordcomputer hat aber trotzdem die 163,6 Liter mal eingespeichert vom, wie soll ich es nennen, also der LKW kam an und ich habe ihn hier in die Garage geparkt und das ist sozusagen der Verbrauch, den er bis jetzt gerechnet hat für die 100 Kilometer. Ne? Wir sind nur ein paar, ja, lass es vielleicht 100, 150 Meter gewesen sein, die ich gefahren bin und auf die Strecke gesehen hat er halt 163,6 Liter verbraucht. Ist gar nicht so wild. Bloß sich davon erschrecken lassen, ja. So, was haben wir hier? Nochmal eine Tankfüllstandanzeige tatsächlich. Und nochmal eine Wassertemperaturanzeige, nehme ich mal an. Die 19 Grad Celsius, die sind wohl ein klein wenig groß geraten von dem Pixel her, sage ich mal. Weil die greifen so ein klein wenig in das 1,5 bzw. in das Halb rein von der Anzeige oben drüber. Oh ja, ist auch nicht so wild. Ne? Was haben wir dann hier so? Wir haben, das hier scheint wohl Öltemperatur zu sein mit 19 Grad Celsius. Wir sind knapp unter Max, so wie es aussieht. Das ist dann also in dem Fall auch nochmal ein Befüllungsstand vom Motoröl, so wie es aussieht. Ich habe mir das auch noch nicht vorher angeguckt. Ach, und dann sind wir hier wieder bei der Anzeige. Okay. Ich glaube, wir lassen es einfach mal wieder auf dem Durchschnittsverbrauch. Ansonsten, was haben wir hier sonst noch so für Anzeigen? Wir haben hier auf der linken Seite natürlich die KMH, die wir fahren. Also ein Tacho. Ein Tacho, ja genau. Und mit integriert haben wir dann eine Uhr. Hier zentral haben wir den Drehzahlmesser. Ich sehe jetzt gerade, dass über den Drehzahlmesser doch auch nochmal ein Platz für ein Display ist eigentlich, ne? Ich bin mir nur nicht sicher, ob das mit angezeigt wird, du. Keine Ahnung, da haben wir hier analog nochmal einen Tankfüllstand. Dann haben wir hier wohl Öldruck, nehme ich mal an, Wassertemperatur und ja, eine einzige Anzeige für die Druckluft. Okay, wenn ich jetzt bremse, dann müsste die Nadel ein klein wenig runtergehen, ne? Tatsache, okay, alles klar. Navi natürlich. Und das war es tatsächlich auch schon, ne? Hier mein schwarzes Duftbäumchen, keine Ahnung, irgendwie habe ich das mittlerweile fast überall mit drin. Ja, ansonsten, ihr seht, es geht echt nicht viel ab hier bei dieser Zugmaschine. Ich bin aber trotzdem mal sehr gespannt. Irgendwie geht es mir jetzt bei diesem LKW gar nicht mal so um die Ausstattung und ob... Ja, also mir geht es auch nicht unbedingt um die Optik. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das ausdrücken sollte, ihr habt es vielleicht gemerkt. Mir geht es tatsächlich um diese, ich sag jetzt mal, doch mittlerweile recht alte Technik und diese Kooperation zwischen Renault und Mack. Denn wie ich schon bereits sagte, wir haben hier einen V8 verbaut von Mack mit 560 PS. Ja, geschaltet, Hand, würde ich mal sagen. Also handgeschaltet auf jeden Fall. Und dann diese Kombination mit diesem riesengroßen, also der wirkt hier schon echt sehr mächtig, Kraker Walking Floor Aufflieger, auf den ich sehr gespannt bin, wie sich das Ganze hier fahren lässt und was für Ladung wir hier bekommen. Und vor allen Dingen geht es mir dann natürlich so ein bisschen, ich meine, der Weg ist hier in diesem Spiel natürlich das Ziel und ich freue mich schon auf die kommenden Touren. Ich hoffe, ihr auch. An dieser Stelle würde ich aber mal sagen, ich schalte den Motor mal an. Und wir hören einfach mal, wie er klingt. Ich weiß es jetzt ja schon, wie gesagt, ich bin ja hier in diese Garage reingefahren, mehr oder weniger. Und
ja, ich würde sagen, just listen. Wirkt jetzt auf dem ersten Moment vielleicht noch gar nicht mal so geil, aber ich kann euch versichern, unter Last klingt er noch mal ein klein wenig toller. Definitiv. Ja, und soweit war es das dazu, zu dieser Zugmaschine und zu diesem neuen alten LKW, den wir jetzt hier fahren dürfen erstmal. Und ich würde mal sagen, was würde ich denn sagen? Ich würde sagen, komm, lasst uns nach einer Tour raussuchen. Ihr seht, ich spiele immer noch mit der 1,49, ja? Ich habe immer noch nicht das neue Design von der 1,50 oder von der 1,51. Das wurde ja nochmal neuer gemacht, so ein bisschen. Auf ATS spiele ich mittlerweile aber auf der neuesten Version, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich dann hier das Spiel update, dann ich muss mich vorher schon mal ein bisschen damit beschäftigen, weil das neue Design, also wenn du da zum LKW-Manager willst oder zum, was weiß ich, wohin, dann musst du erstmal ein bisschen suchen, wenn du das neue Design halt eben noch nicht kennst, ne? So, Frachtmarkt. Wir wollen zum Frachtmarkt, meine Lieben. Und wir stehen in Chitutargard und ich bin jetzt mal gespannt, was wir hier kriegen. Ach du heilige Scheiße, wir haben hier eine Tour nach St. Petersburg, ne? Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich so ein bisschen Frankreich-Spanien mit diesem LKW anstreben möchte, aber ich halte mich darauf jetzt noch gar nicht ganz so fest. Ich würde sagen, es kommt auf die Tour drauf an. Wir würden natürlich mit dieser Tour echt eine Menge Geld verdienen, aber ich sehe es nicht ein, 3 Tonnen Computerprozessoren auf dem Schubbodenauflieger zu verladen. Die kannst du auch mit DHL oder mit GSL oder was weiß ich wohin dahin schicken. Also jetzt mal ernsthaft, Computerprozessoren, Elektronen, Einmachgläser? Was sind denn das hier für Ladungen? Luftpost? Düngemittel? Das hier würde ich schon eher sehen. 20 Tonnen Düngemittel für Valladolid in España. Das wäre doch mal was hier, oder? Also da sehe ich, okay, 20 Tonnen, vor allem die Tonnage gefällt mir, mit der komme ich ganz gut klar. Das wäre doch mal was. Natürlich, leere Paletten lässt sich ja auch ganz gut laden auf den Schubboden. Milchpulver, Siliziumdioxid. Das geht aber nur bis nach Linz. Haben wir eine dringende Lieferung, Kokosnussmilch nach Raab. Ja, für das Geld ist es mir irgendwie nicht schwer, ne? So, Äpfel hätten wir dann nach München. Äpfel, chemische Sorptionsmittel für Nürnberg. Das ist alles sehr nah um die Ecke hier irgendwie, ne? Friedrichshafen. Na, 1900 Euro mit Altverpackungen, 20 Tonnen. Wir sind jetzt aber, ja, mit dem DAF sind wir ja so ein bisschen im Norden unterwegs gewesen. Ich würde mal sagen, Skandinavien lassen wir mal erstmal aus. Heilbronn wäre hier mit dabei, Genf wäre mit dabei. Boah, ja, ich glaube, ich habe meine Tour eigentlich schon gefunden, ne? Also, das sind 3548 Euro für etwas mehr als 1600 Kilometer. Das ist natürlich eine relativ sportliche Tour. Catania haben wir hier auch noch im Süden von Italien. Leere Paletten, 3600 Euro. Da würden wir ein klein wenig mehr Geld verdienen, müssten aber auch eine etwas weitere Strecke fahren. Ne? 300 Kilometer mehr sind das. Würden wir ja sogar auf Sizilien rüberkommen. Das ist aber auch eine super dringende Lieferung, ne? Donnerstag. Okay, wir halten noch fast die ganze Woche Zeit. Also, fast die ganze Woche Zeit ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber da muss ich dann ein bisschen drauf achten. Klar, St. Petersburg selber, wenn das eine andere Ladung wäre, auch von der Tonnage her ganz anders, dann würde ich sagen, okay, da sehe ich Sinn dahinter. St. Petersburg wäre schon echt fett. Ne, 2200 Kilometer einmal rübergeheizt da für 6500 Euro, das wäre geil. Sehe ich im Moment aber mit den 3 Tonnen nicht ein, dafür bewege ich nicht mal einen riesen Auflieger, ey, kannst du vergessen.
Ja, jetzt gilt eigentlich nur, fährst du nach Spanien oder fährst du nach Italien? Meine Güte. Fahre ich nach Spanien oder fahre ich nach Italien? Ja, vom Verdienst her, da musst du dann mehr oder weniger tatsächlich mit den Kilometern rechnen, ne? Also, weil wir hier mehr fahren an Kilometern, aber auch ein bisschen mehr Entgelt bekommen, kriegen wir aber trotzdem weniger pro Kilometer. Da sehe ich das hier halt tatsächlich als etwas lukrativer an. Und dann würde ich sagen, okay, komm, dann fahren wir nach Spanien. Fahren wir nach Spanien. Wir müssen bei DHL abholen. So, meine lieben Freunde. Guten Morgen, Lisa. Du bist ja auch noch da, ne? Das ist ja wunderbar. Sehr, sehr schön. So, Wilson, Grumpy, schnallt euch an. Es geht nämlich los hier mit dem V8. So, dann. Müssen wir mal zu DHL fahren und das Zeug abholen gehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier ganz schön laut ist mit offenen Fenstern, du. Also doch, irgendwas ist definitiv mit den Scheiben los. Ne? Guckt euch mal hier das Grün an und dann mal hier an der Scheibe das Grün. Das ist definitiv etwas dunkler. Ja, naja, werden wir schon hoffentlich mit klarkommen. Die einzige Sorge, die ich jetzt so ein bisschen habe, ist dann natürlich bei Dunkelheit. Ne? Wenn es dann mal so richtig, richtig dunkel wird. LKW, was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass man gerade bei den Schaltvorgängen so richtig heraushört, dass die Kupplung Druckluft unterstützt ist. Weil jedes Mal, wenn man hier am Schalten sind, es dieses Geräusch dafür gibt und das ist sehr, sehr cool gemacht. Doch, muss ich schon sagen, ist schon sehr, sehr geil gemacht. So. Jetzt wollen wir hier nach rechts abbiegen. Setzen wir schon mal den Blinker, den ollen alten Blinker. Ich muss aufpassen, dass mir da der Lenkstockschalter nicht abbricht. So. Und ab in die nächste Gruppe. Also das andere Fenster ist zu, der ist einfach nur wahnsinnig laut irgendwie. Wir dürfen aber natürlich auch nicht vergessen, dass wir direkt über dem Motor hocken. Wie bei so vielen Frontlenkern hier in Europa. Oh Gott, ich höre das Navi so gut wie gar nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Geräusch. Können wir gleich mal die Motorbremse ausprobieren. Jupp. Ja, die Motorbremse, die fetzt auf jeden Fall schon mal. Definitiv. Ich merke gerade, dass ich schon ewig lange keinen Sattelzug mehr gefahren bin. Ist ja der Wahnsinn. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass der Schubbodenauflieger, den wir hier haben, von Kraka, super, super groß ist. Also jetzt mal ohne Spaß. Der wirkt irgendwie mega gigantisch. Ich sehe auch gerade, dass wir schon wieder keinen Frontspiegel haben. Ah, das lag aber 100 Pro an der Sonnenblende. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Da
Gottes Willen ist der laut. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Ich glaube, da muss ich in Zukunft mal ein bisschen den Ingame-Sound ein klein wenig leiser drehen für euch. Wobei, ganz ehrlich, keine Ahnung, das kann ich schlecht sagen. Aber falls euch der Sound ein bisschen zu laut ist oder so, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Dann drehe ich den Motorsound ein bisschen leiser. Weil das hier ist ja schon echt ein klein wenig brutal auf den Ohren. Einerseits erhofft man sich sowas natürlich von einem V8, das ist ja auch ganz klar. Er soll ja auch ein bisschen Krach machen. Sonst bräuchte ich keinen V8 fahren, ne? So ist das halt eben. Naja, hier müsste ich theoretisch jetzt... Wir haben da sogar rechts einen. Na gut, der macht schon Platz. Der hat's gecheckt. Ne, der biegt ab. Alles klar, der hat's gecheckt. Der kennt sich aus in Stuttgart. Ach, das ist ja auch doof gemacht, ne? Das ist ja wirklich doof. Der Tacho zeigt gar nicht das an, was ich tatsächlich fahre, ne? Wenn ich 50 fahre, dann ist er hier bei 60. Oh Mann, das muss ja noch ein uralter Mod sein, ey. Heilige Scheiße, und ich dachte, der wäre irgendwie reworked. Zumindest steht da mit dem Namen reworked mit drin. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, ist das nicht sehr, sehr toll reworked. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut, das so sagen zu müssen. Ich weiß jetzt im Moment auch nicht mehr, von wem dieser Mod tatsächlich ist. Muss ich selber nochmal nachgucken, aber ich habe normalerweise alles in der Videobeschreibung drin stehen, falls es euch interessiert. Beschleunigung tut er auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Für das, dass ich auch im... Ich glaube, das ist der vorletzte Gang, ne? Ja. Wir haben ja nochmal die hohe Gruppe tatsächlich. Also rausbeschleunigen tut er auf jeden Fall komplett ohne Probleme. Auch hier bergab. Klar, wir sind unbeladen. Aber die Motorbremse reicht hier schon fast völlig aus. Nachschauen. Um 6H. Okay, da sind wir in 3H. Ja, alles klar. Okay. Ja, ist leicht, ganz, ganz leicht wieder anderes Schaltpattern als der DAF tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich damit relativ gut zurechtkommen werde. Weil es an sich tatsächlich nichts Überkompliziertes ist. Warum, warte mal, DHL ist doch hier vorne. Ach, Navi. Jetzt wolltest du mich ärgern, oder? Achso, meinte wahrscheinlich, die Einfahrt nach rechts soll ich reinfahren und nicht hier einfach die Straße hier. Ja, das war jetzt doof von mir. Das gebe ich zu. Ich habe übrigens die Fenster beide zu, ne? Also... Nicht, dass ihr euch wundert hier. Und die müssen jetzt warten. Die haben jetzt ein bisschen Pech gehabt. So, Gott sei Dank können wir auch noch von dieser Seite hier reinfahren. Das ist also auch kein Problem.
Stapel am besten nicht über die Zinken fahren. Dabei geht nur einiges kaputt. So, jetzt geht hier vorne das Tor wieder auf. Aber ich will hier eigentlich nur mal ganz kurz halten. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Düngemittel 20 Tonnen für Valladolid. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal da waren. Aber irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. So. Ja, jetzt sehe ich von hier aus nicht, wo wir jetzt laden haben. Irgendwo hinter uns auf jeden Fall. So, also wirklich direkt hinter uns. Da ist der Aufflieger, der Tieflader ist jetzt nicht mehr da. Okay. Der wurde jetzt anscheinend zwischenzeitlich irgendwie abgeholt innerhalb von ein paar Sekunden. Alles klar. So habe ich das also zu verstehen. Jo. Setzen. Dann haben wir es ja auch schon hier geschafft. Wenn es nur immer so einfach wäre, auch in echt, ne? So. Na, wollen wir den Kollegen mal beladen lassen? Genau, den Kollegen mal beladen lassen. So. So, und da sind wir auch schon beladen worden mit 20 Tonnen Düngemittel, meine Lieben. Ach ja, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie das hier aussieht, wenn das Licht an ist, ne? Ich habe ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, aus welchem Grund, ich glaube, der Flare-Mod, den ich drin hatte, damit die Lichter ein klein wenig schärfer aussehen und so, den musste ich ja mal vor ein paar Wochen mal rausmachen, weil er nicht mehr funktioniert mit der 1.49. Stimmt, ich glaube, der war aus dem Steam-Workshop, der wurde geupdatet und funktioniert halt eben mit der 1.49 nicht mehr. Dementsprechend sieht das hier echt ein bisschen Oldschool-ETS-2-mäßig aus. Trotzdem habe ich eine unglaublich große Sympathie irgendwie für diesen Renault. Ich weiß nicht, ich fand den Magnum schon immer irgendwie sehr, sehr... Ich finde das richtige Wort nicht. Er war schon immer irgendwie so ein Ausreißer, ne? Mit dieser... Also, der hat einen CW-Wert wie ein Schuhkarton eigentlich. Die Liftachse ist unten, sehr schön. So bei 20 Tonnen sollte die automatisch runtergehen. Ja, hier, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie das hier am Trailer aussieht, mit den Flares, sozusagen mit dem Lichtschein, das sieht um einiges besser aus als natürlich der Rest, ne? Ja, definitiv, das muss man schon sagen. Vor allem, weil ich ja das Licht auch angelassen habe. Ich will mal ganz kurz, jetzt aus Interesse mal ganz kurz den Rückwärtsgang einlegen. Ach, ich muss ja dafür. Ha, bin immer bescheuert, ne? Die Zielführung wurde gestartet. So, und da sehen wir, dass die Arbeitsscheinwerfer auch mitarbeiten. Auch das Rückfahrlicht sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Die Blinker und das Bremslicht, die sehen tatsächlich gut aus. Aber der Rest nicht besonders. So, der Arbeitsscheinwerfer, der funktioniert. Und der da vorne? Bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier an sein soll oder nicht. Es war an. Alles klar. Ja, im Großen und Ganzen natürlich, wie gesagt, dieser Mod scheint auf jeden Fall etwas älter zu sein. Dennoch, wie gesagt, ich habe eine Sympathie für diesen Laster. Und dementsprechend werde ich ihn jetzt natürlich eine Zeit lang fahren. Das Problem ist auch, wenn ihr jetzt sagen würdet, ey Uwe, mir gefällt der Truck mal überhaupt gar nicht, kannst du dir nicht ein bisschen was anderes holen oder etwas Besseres oder Neueres oder wie auch immer. Das Problem wird jetzt natürlich so ein bisschen das Geld sein, ne? Und da fällt mir gerade noch etwas anderes ein, was ich komplett vergessen habe. Und zwar habe ich den DAF schon nach Calais geschickt, aber ich habe noch keinen Fahrer eingestellt, weil ich mir gedacht habe,
Ja, komm, vielleicht wollt ihr ja mit dabei sein. Deswegen gehen wir mal ganz kurz bei der Arbeitsagentur vorbei. Am besten wäre es natürlich nicht schlecht gewesen, wenn ich die in Calais gefunden hätte. Aber dann schicken wir halt einfach einen von, vielleicht von oh, oh nee, wir können ja gar nicht draufdrücken. Für was haben wir diese Option eigentlich, wenn wir eh nicht draufdrücken können und von dort die Leute losschicken, beziehungsweise hinschicken, aber ist ja auch egal. So, mein Freund, der Christian, du hast 2 ADR-Lizenzen, du hast einmal Fernfahrt und hochwertige Fahrt. Beziehungsweise hochwertige Ladung, was laber ich da gerade? Du hast 2x Fern- und 2x, okay. Jean oder Jean oder wie auch immer, der ist mir auf jeden Fall schon mal sympathisch. Die Kim hat 2x zerbrechlicher Fracht. Ich glaube, ich bleibe bei Jean. Ja, ich nenne ihn jetzt einfach Jean. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie französisch oder so ausgesprochen wird. Aber den stellen wir ein und er bekommt den DAF 2x Lizenzen auf ADR und 2x auf Fernfahrten. Das klingt in meinen Ohren nicht schlecht. So, 27 Euro will er pro Lieferung und nochmal 3 Cent pro Kilometer. Fahrer einstellen, du kommst nach Calais und du bekommst den DAF. Viel Spaß damit, ich hoffe, du wirst glücklich. So, jetzt sind es nur noch 21.500 Euro. Das Problem, was wir hier natürlich haben, ne, wegen dem Geld, so von wegen, ey, Uwe und mir, oder ihr sagt im Kollektiv, ey, uns gefällt der Renault mal überhaupt nicht. Es wird schwierig, dann jetzt was anderes zu kaufen. Tatsächlich ist es zwar so, dass ich noch einen ungenutzten Kreditrahmen von 1,7 Millionen Euro habe, aber ich möchte es nicht unbedingt ausnutzen, da ich nämlich schon einen offenen Kredit von 1,7 Millionen Euro habe. Und wir davon noch ja, fast nichts zurückgezahlt haben im Prinzip. Ne? Also wir haben gerade mal 11 Tage von 434 zurückgezahlt. Das wird sportlich. Das wird sehr, sehr sportlich. Klar, desto mehr Fahrer und LKW wir haben, desto eher häuft sich das vielleicht. Aber ich habe gemerkt, seitdem ich mit dem Hard Economy Mod spiele, es wird verdammt schwierig irgendwie. Es ist schwierig. Die Leute holen nicht so viel Geld rein, wie ich es gewohnt bin, sage ich jetzt mal. Wir machen auch nur einen täglichen Profit von nicht mal 1200 Euro im Moment. Ne? Ansonsten Alvin mit knapp 700 Euro ist gut dabei. Lukas mit knapp 600 Euro ist sehr, sehr gut dabei. Dann haben wir hier Miroslav, der im Moment minus 85 Euro macht. Verdammte Axt, ey. Da hat er wahrscheinlich von irgendwo weit, weit weg mal keine Tour zurückgekriegt oder so. Knapp 400 Euro, da ist der Luke dabei. Knapp 200 Euro der Markus. Dann haben wir hier mit knapp 150 Euro die Elena, die dabei ist. Die ist jetzt auch noch nicht so lange tatsächlich mit hier in der Firma. Da haben wir noch den Oliver, der auch noch nicht so lange da ist. Der macht auch gerade mal knapp 50 Euro am Tag. Das ist natürlich, da kommt nicht viel bei rum, ne? Aber es sollte sich ja so langsam ein klein wenig häufen. Ich meine, wir sind jetzt insgesamt in unserer kleinen, feinen Spedition sind wir jetzt zu neunt, ne? Also, ja, mal gucken. Vor allen Dingen, weil die Fahrer hier schon irgendwie besser bewertet sind als ich. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben, aber sie sind anscheinend ein bisschen besser unterwegs als ich. Ne? So ist das halt eben. Wo fährt denn der Miroslav eigentlich gerade hin? Nach Turku? Ich wollte jetzt gerade sagen, NCH, das ist nicht das Länderkürzel, ne? Das ist die Firma, so wie Stuttgart DHL. Das hat mich jetzt gerade ein klein wenig verwirrt, aber Turku ist, boah, entweder war es im Norden oder tatsächlich in der Türkei, ich bin mir gar nicht, ah, warte mal, kann ich da nicht drauf drücken bei dem und gucken? Miroslav? Ach, Kartenansicht, da war es doch. Da ist es. Ah, genau, es war also doch im Norden. Alles klar. Ich war mir nicht mehr sicher. So, Elena ist da mehr oder weniger auch mit unterwegs. Auf der Höhe. Hier in Kaliningrad steht gerade der Lukas. Dann haben wir hier den Alvin. Da bin ich. Da ist der Markus. In Calais ruht sich der Jean noch aus gerade. In Lüttich steht der Oliver. Dann haben wir hier noch den Luke. Sehr cool.
dass wir das mittlerweile wenigstens angucken können, wo die sich in etwa befinden. Das ist schon mal ganz, ganz cool. Ich fände es jetzt nur noch geiler, wenn du tatsächlich deine eigene LKW, deine eigene Fahrer mit auf der Straße sehen würdest. Und ob es, also wenn es da dann auch noch die Möglichkeit gäbe, mit dem zur selben Firma zu fahren im Konvoi oder so, das wäre ja mal atemberaubend. Aber naja, gut. Diese Option werden wir wohl nicht haben. So, meine lieben Freunde, wir sind bei 50 Minuten an dieser Stelle. Machen wir auch gleich Schluss. Das Einzige, was wir noch uns angucken, ist tatsächlich die Routenführung. Wir haben 1647 Kilometer vor uns. Wir fahren aus Stuttgart natürlich erstmal wieder raus, ne? So wie sonst auch immer. Fahren auf die A8, wechseln aber relativ fix auf die A5 Richtung Basel. Bei Mühlhausen machen wir dann den Abstecher Richtung Westen bzw. nach Frankreich rein, Mühlhausen vorbei und dann kommen wieder einige Mautstellen. Das wird ja super. Also, was haben wir denn hier? Bei Macon fahren wir von der Autobahn runter, so wie es aussieht, und fahren hier diese Zickelzackel-Strichellinie entlang, die wir schon mal gefahren sind. Okay. Ja, erst nach Lyon würde es hier wieder in diese Richtung gehen. Was ist hier oberhalb, wenn wir vielleicht so fahren würden? Wie viel mehr wäre das? Oh, gar nicht so viel mehr, ne? Nicht mal 100 Kilometer mehr wären das. Da würde ich aber auf der Autobahn bleiben. Dann kommen wir an Bourget vorbei, wo wir auch vorher noch nie gewesen sind. An Limoges vorbei. Bordeaux vorbei. Das will ich nicht aussprechen, vorbei. Dann hier Spanien rein. Burgos vorbei. Und dann kommt da schon Valladolid. Da sind wir tatsächlich noch nicht gewesen. Ich glaube, ich lasse die Routenplanung so. Weil ich das ein bisschen... Klar, es sind etwa 90 Kilometer mehr, glaube ich, ne? Ja, so in etwa. Es sind zwar mehr... Fahrtdauer, das sind 10,5 Stunden. Warte mal, Fahrzeit 22:30. Wir fahren aber trotzdem fast eine Stunde mehr, ne? Klar, 90 Kilometer, Stunde mehr, macht schon Sinn. Vor allen Dingen auf Autobahn kannst du bei 90 km/h wirklich fast sagen, okay, das ist eine Stunde. Ich rechne zwar eher mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 75 bis 80 km/h, nicht mit 90. Vor allen Dingen, weil ich ja sowieso eher selten 90 km/h fahre. Ich sehe es so tatsächlich trotzdem ein bisschen schlauer. Ich habe das Gefühl, hier werde ich mich sonst wieder quälen. Vor allen Dingen, hier werde ich sowieso wahrscheinlich um einiges langsamer fahren, als jetzt das Navi mir sagen möchte. Bestimmt bin ich dort um einiges langsamer unterwegs. Und natürlich wäre so eine kleine Landstraße zur Abwechslung auch nicht schlecht, aber über diese Autobahn sind wir tatsächlich auch noch nie gefahren. Bourget waren wir noch nie drin. Und dann sehen wir auch mal wieder ein bisschen was Neues, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Dann lasse ich den Wegpunkt hier liegen und wir werden so über die Autobahn heizen und das machen wir so. Theoretisch könnte ich jetzt auch überlegen, ob ich nicht vielleicht Mühlhausen hier rüber durchfahre. Das wäre dann von den Kilometern her gesamt etwa 40 Kilometer weniger sogar, wie wenn ich an Dijon vorbeikommen würde. Und jetzt könnte ich... hier brauche ich über Straßburg, da brauche ich nicht fahren. Das wäre tatsächlich nur eine Verlängerung. 23 Stunden 44. Hier geht es dann zwar auch nochmal über Landstraße, aber das wäre tatsächlich von der, ich sag jetzt mal, das ist Fluglinie, das ist eine Linie dann halt eben, ne? Vielleicht umgehe ich dann auch so ein bisschen, warum ist denn das jetzt hier geblieben? Das ist ja völlig bescheuert. Okay, dann muss ich das vielleicht mal so machen. Achso, ja, okay, dann hat er das schon automatisch so berechnet. Okay, vielleicht kann ich dann auch so ein bisschen den Verkehr hier umgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich eine große Sache ist. Höchstwahrscheinlich nicht. Bevor ich jetzt hier runterfahre, könnte ich hier über Metz vielleicht auch kommen, aber das ist auch unsinnig. Nee, ich glaube, das lasse ich tatsächlich so. Ist zwar, wie gesagt, ein bisschen weiter. Auch von der Zeit her tatsächlich ein klein wenig mehr. Aber
ich tue mir das hier nicht an. Gut, hier habe ich ein bisschen Landstraße dann. Ich glaube, das war Landstraße, ne? Ja. Das wirkt aber nicht so krass wie das hier. Und das ist dann auch wirklich mal eine Strecke, die wir tatsächlich vorher noch nie gefahren sind. Dann machen wir das doch so, ja? Ja, ja, ja. Okay, dann ist das der Plan für die nächste Folge, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und für eure Zeit. Und wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euch dieser Renault gefällt. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen geschockt, denn er ist von einer etwas schlechteren Qualität, wie ich gedacht hatte. Wie gesagt, da steht Reworked mit drin, muss aber heutzutage anscheinend nicht mehr viel heißen. Ich war so ein bisschen an die Reworks von Schumi oder vielleicht, ja, ich war an die gerichtet. Vielleicht habe ich mich da so ein bisschen blenden lassen von. Aber ich würde sagen, wir fahren den jetzt erstmal ein paar tausend Kilometer und dann schauen wir mal. Ja, vielleicht holen wir dann doch vorzeitig irgendwie nochmal einen neuen LKW, weil wenn ich dann sowieso sage, ich möchte dann sowieso updaten, müsste ich sowieso mal gucken, was ich so an Mods aufräume, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich den dann wahrscheinlich in die nächste Version sowieso nicht mitnehme. Dann würde ich sagen, okay, komm, ich verkaufe den wieder. Wir können ja den Auflieger trotzdem behalten, dann hätten wir wieder ein bisschen Kohle. Ob das dann für einen neuen LKW reicht oder nicht, das weiß ich nicht. Aber bis dahin hoffe ich, dass wir auf jeden Fall nochmal ein paar tausend Euro machen, ja. Mach mal so. Also, meine lieben Freunde, wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein.